Das Sortiment im Second-Hand-Shop Ola Vintage im Frankfurter Nordend ist wie eine Zeitreise. Second-Hand boomt. Das merkt auch Inhaber Dominik Ledwon. Er hat den Laden gemeinsam mit seiner Schwester Alexandra eröffnet. Ich erinnere mich noch so mit meiner Schwester damals, als ich noch, keine Ahnung, 12 war oder so und sie dann immer schon auf die Flohmärkte gegangen ist. Und da waren alle so, ja, ey, was geht ab? Warum bist du auf dem Flohmarkt unterwegs? Aber dann irgendwann kam das, okay, woher hast du diesen Pulli? Und dann war es auf einmal cool. Eine Studie vom Handelsverband Deutschland zeigt, dass der Umsatz mit Gebrauchtwaren seit Jahren steigt. Während die Umsätze 2019 noch bei 10,6 Millionen Euro lagen, sollen sie dieses Jahr auf rund 15 Millionen Euro steigen. Dr. Achim Berg ist Seniorpartner bei der Unternehmensberatung McKinsey in Frankfurt und forscht zur Modeindustrie. Er erklärt sich den aktuellen Secondhand-Boom so. Wir haben unterschiedliche Effekte. Das eine ist die Nachhaltigkeitsdebatte, die durch Corona befeuert worden ist. Wir haben auf der anderen Seite die Digitalisierung des größeren Angebots. Und ich glaube, dass die stationären Händler natürlich davon profitieren, dass jetzt online stattfindet. Aber das große Wachstum findet in Online statt. Auf dem Online-Markt habe das Thema sein Stigma verloren. Angetrieben wird der Boom vor allem von einer jüngeren und umweltbewussten Generation im Teenageralter bis Ende 20. Die 14-jährige Anna Link ist gemeinsam mit ihrer Mutter auf der Jagd nach einem besonderen Kleidungsstück. Ich mag diesen so älteren Look, diesen 70er, 80er, finde ich eigentlich ganz schön. Und da finde ich meistens nicht so in diesen Standardläden was. Und Secondhand ist halt auch sehr nachhaltig. Und es freut mich auch dann, wenn ich dann der Umwelt noch was Gutes tun kann. Der Wandel zeigt sich aber auch in der älteren Generation, stellt Ladenbesitzerin Ulrike Bach fest. Vor 4 Jahren hat sie den Secondhand-Shop Vintage No. 9 in Fulda eröffnet. Grundsätzlich ist es schon eher die jüngere Generation, ich sag mal so ab 15, die gerne bei uns shoppen. Aber ich kann auch zunehmend feststellen, dass gerade so ab 60 Jahren wieder gerne Secondhand gekauft wird. Das sind dann so Damen, die sagen, ach ja, meine Enkelin ist jetzt ganz stolz auf mich, weil ich Secondhand hier gekauft habe. Das finde ich total süß. Kerstin Rehberg ist Stammkundin bei Vintage No. 9. Die 57-Jährige kauft hier seit Jahren Secondhand. Das ist auch total spannend mit der Geschichte. Dann denke ich mir immer, wer weiß, wer das getragen hat und so. Und ja, und das ist auch nachhaltig, umweltfreundlich. Und da lege ich einen ganz großen Wert drauf. Einen Großteil ihrer Ware bezieht Ulrike Bach über Kommission. Es gibt bei uns leider momentan noch ein Ungleichgewicht zwischen Bringern und Käufern, weil sehr viele Damen eben meinen, sie handeln nachhaltig, wenn sie ihre Ware hier abgeben und dann aber gleich sozusagen von dem Geld rausgehen und dann wieder weiter shoppen. Wie nachhaltig ist Secondhand also? Das hat Dr. Achim Berg in seiner Studie Fashion on Climate untersucht. Das Ergebnis? Grundsätzlich ist Secondhand nachhaltig. Das hängt aber natürlich davon ab, wo die Ware angeboten wird, wo die Ware gekauft wird und wie die Ware dann von A nach B kommt. Ja, also natürlich wäre der lokale Secondhand-Laden das Nachhaltigste, weil sie es dort einliefern und auch dort entsprechend wieder einkaufen. Bei Vintage No. 9 scheint die Zeit der leicht muffig riechenden Secondhand-Läden längst vergessen.